Ja, bevor wir uns mit der A5 der Lösung beschäftigen, können wir uns erstmal fragen, warum die überhaupt statisch bestimmt ist. Wir sehen hier, dass wir zwei Festlager hätten. Durch Betrachtung des Gesamtsystems kämen wir also erstmal nicht auf die Festlager. Man könnte natürlich jetzt vermuten, das Institut könnte sich verzeichnet haben. Das ist nicht so, das System ist korrekt. Wir bauen das System auf und wir haben hier einen Dreigelenkbogen. Das heißt, dieses System ist statisch bestimmt. Und dann mache ich dieses Gelenk hier mit zwei Stäben fest und auch das hält wieder. Und dieses Gelenk mache ich wieder mit zwei Stäben fest. Und dieses Gelenk mache ich mit zwei Stäben fest. Und dieses Gelenk mit zwei Stäben. Und dieses Gelenk mit zwei Stäben. Wir sehen also, das System ist statisch bestimmt, es ist aufbaubar. Und wenn wir das System nach diesem Schema rechnen würden, dann würden wir in der umgekehrten Reihenfolge das System abbauen. Wir machen natürlich den Ritterschnitt, weil wir die Stäbe S10, S7 und S9 haben wollen. Den Ritterschnitt habe ich schon wieder vorbereitet. Beim Stab S10 wissen wir schon wieder, dass wir den Winkel Beta brauchen. Gegen Kathete 1 an Kathete 2, Hypotenuse nach Pythagoras Wurzel 5, Sinus 1 durch Wurzel 5, Cosinus 2 durch Wurzel 5. Wir fragen uns, ob sich zwei Stäbe irgendwo schneiden. 10 und 9 schneiden sich im Punkt A. Und damit kommen wir ziemlich schnell an die Kraft, die fehlt. Wir bilden also die Summe der Momente um A. Und dann bekommt die Kraft S7 den Hebel A. Und die Kraft P hat auch den Hebel A. Das Ganze ist gleich 0. Und wir bekommen die Stabkraft S7 raus als minus P. Und das sind minus 5 Newton. Wenn ich einen zweiten Schnittpunkt suchen würde, würde ich den zwar finden, der wäre hier. Ich könnte aber erstmal die Summe der Kräfte in 1 Richtung machen. Die Summe der Kräfte in 1 Richtung ergibt, dass minus S10 mal 2 durch Wurzel 5. Die Stäbe 9 und 7 gehen nicht ein. Und dann plus P und plus durch Wurzel 2, dass das gleich 0 ist. Und damit bekommen wir die Kraft S10 raus. Und die ist dann gerade gleich, bringe ich auf die andere Seite, mal Wurzel 5 halbe. Und dann habe ich hier stehen P, kann ich auch noch ausklammern, mal 1 plus 1 durch Wurzel 2. Das können wir gerade mal ausrechnen und gucken, ob das Institutsergebnis rauskommt. Sieht ja nicht ganz einfach aus. Also S10 ist gerade Wurzel 5 durch 2 mal P mal 1 plus 1 durch Wurzel 2. Und dann haben wir für die Kraft S10 raus 9,5 und so weiter. Jawohl, sieht richtig aus. 9,543. 02. Gut. Das wäre also das Ergebnis. Und natürlich braucht man nicht so viele Stellen. Die 02 kann man sich sparen. Ja, dann haben wir die Kraft S10 raus. Die Kraft S7 kann ich auch mal gucken, dass ich sie im Rechner abspeichere. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die nächste Kraft? Wir können entweder die Summe der Momente um B machen oder wir können die Summe der Kräfte in 3 Richtungen machen. Machen wir erstmal die Summe der Kräfte in 3 Richtung. Dann haben wir da stehen minus S7, minus S9, minus S10 durch Wurzel 5 und minus P durch Wurzel 2. Und das Ganze ist gleich 0. Es wirkt also alles nach oben, was wir da haben. Und das können wir jetzt auflösen nach der fehlenden Kraft. 7 und 10 kennen wir ja schon. Das heißt, die Kraft S9 wird noch gesucht. Die bringe ich einfach auf die andere Seite. Und dann habe ich halt minus S7, minus S10 durch Wurzel 5 und minus P durch Wurzel 2. Das wäre der erste Versuch, das auszurechnen. Der ist natürlich ziemlich gewagt, weil der setzt voraus, dass ich mich einmal hier nicht verrechne und dass die Kräfte natürlich auch stimmen, die ich schon ausgerechnet habe. Also S9 ist gleich minus S7. Minus S10 durch Wurzel 5 und minus P durch Wurzel 2 bekomme ich für S9 ein Ergebnis raus. Und der Lehrstuhl hat das gleiche Ergebnis, 2,8033.
Newton wäre das Ergebnis für S9. Ja, das hätten wir auch über die Summe der Momente um B rauskriegen können. Die können wir jetzt natürlich auch als Probe benutzen. Was man also als Probe benutzt und womit man das rauskriegt, ist egal. Summe F1 haben wir ja sowieso schon benutzt. Und wenn ich die Summe der Momente um B noch notieren soll, hier haben wir es. Gucke ich mal nach, was da durchgeht. Da haben wir erstmal die Kraft P mit dem Hebel A halbe. Die Kraft S7 geht da durch. Dann kann ich die Kraft, die schräge Kraft P, die kann ich verschieben. Das kann ich vielleicht gerade mal zeigen, wie ich das mache. Die Kraft P, die verschiebe ich in den Punkt hier rein und teile sich hier in die zwei Komponenten auf. Die vertikale Komponente, so brauche ich nämlich nur eine zu berücksichtigen, dreht wieder negativ, ist P durch Wurzel 2 und hat den Hebel 3a halbe. So, S10 geht da durch und minus S9 mal A. Wir haben also eine Last P, die ist berücksichtigt. Wir haben eine schräge Last P, die ist berücksichtigt. S7 und S10 gehen durch den Punkt durch. S9 ist berücksichtigt. Die Summe ist gleich 0 und damit müssten wir es haben. Die Kraft S9 kann also auch wie folgt ausgerechnet werden. Ich bringe den Term einfach auf die andere Seite, teile die Gleichung durch A. Und dann habe ich P halbe mal 1 minus 3 durch Wurzel 2 ist das. So, ich hoffe, das stimmt alles. Also auf die andere Seite gebracht. P ausgeklammert, die zwei Nenner ausgeklammert, ist der erste Term 1. Und 3 durch Wurzel 2 bleibt über. Können wir ja im Taschenrechner nachprüfen. P durch 2 mal 1 minus 3 durch Wurzel 2. Ja, kommt wieder das gleiche Ergebnis raus. Minus 2,8033 Newton wird also bestätigt. Wenn ich also die Summe der Momente um B nehme oder wenn ich die Summe der Vertikalkräfte nehme, ist das egal. Eine kann ich als Probe nehmen. Und eine benutze ich, um S9 auszurechnen. Und man kann sich aussuchen, welche man für was benutzt. Ja, damit wäre die Aufgabe, denke ich, wieder zu Ende. Wir haben uns also überzeugt, dass das System statisch bestimmt ist. Wir haben gesehen, dass wir einen passenden Ritterschnitt haben. Wir haben uns für die untere Hälfte entschieden, weil wir bei der oberen die Lagerkräfte brauchen. Dann haben wir im Prinzip uns die entsprechenden Punkte ausgesucht. Zum Beispiel A und B und Summe F1 und Summe F3. Und dann haben wir die Unbekannten ausgerechnet.